Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Autoverrückt. Es ist mal wieder Samstagvormittag, glaube 7:30 Uhr, und ich habe mir heute mal das Ziel gesetzt, den Ducato mal wieder zu waschen. Die letzte Wäsche ist schon sehr lange her, ich glaube dreiviertel Jahr bis ein Jahr. Da habe ich euch damals auch im Video mitgenommen. Da hatten wir den Wagen nur mit dem Grass Magic Foam eingeschäumt und dann einfach abgekerchert. Ja, und ich dachte mir nach dem Winter, nach dem ganzen Streusalz, schadet es nicht, den Wagen mal wieder zu waschen. Er soll ja auch noch lange erhalten bleiben und optimalerweise nicht wegrosten. Deshalb widmen wir uns heute mal etwas hier dem Ducato. Ja, ihr habt gesehen, am Rand hier überall an den Schwellern doch schon einige Verschmutzungen da. Auf Weiß kann man das ganz gut erkennen. Wir beginnen deshalb jetzt einmal mit der Vorwäsche. Ich habe hier wieder meine FM30, ich habe hier 3,5 Liter Wasser und Grass Magic Foam drin. Ja, das ist meiner Meinung nach so der stärkste Snow Foam. Er ist natürlich alkalisch. Ich meine, er hat einen pH-Wert von 11, aber verdünnt mit Wasser ist das gar nicht mehr so wild. Und ich habe halt auch sogar die Erfahrung gemacht, dass das Zeug gar nicht mal unbedingt irgendwie die Wachsschicht anlöst. Gut, bei dem Ducato ist sowieso nichts drauf und hier geht es jetzt in erster Linie wirklich um die optimale Reinigungskraft. Ja. Akkupumpe ist aktiviert, dann geht es hier also einmal ans Einschäumen. Ich denke, das Schaumbild macht einen guten Eindruck, ne? Ich bin froh, dass ich inzwischen diese Akkupumpe habe. Im letzten Video habe ich das dann noch per Hand gemacht, als ich den Ducato gewaschen habe. Das war dann doch schon ordentlich Arbeit, ne? Dann brauchst du danach auch nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Also, das macht mit Akkupumpe gerade bei so einem dicken Auto auf jeden Fall Sinn. Ja, das Schöne an dieser Waschbox ist halt, dass wir hier so eine Treppe haben. Da kann man ganz entspannt raufsteigen und dann auch das Dach so ein bisschen reinigen. Wobei ich da den Bulli dann zwischendurch eigentlich umparken müsste. Bin ich jetzt aber zu faul für, ganz ehrlich. Deswegen machen wir das hier so ein bisschen. Funktioniert auch, wenn man das Ganze so ein bisschen hochhält, dann sprenkelt man auch wirklich die meisten Dachflächen hier mit dem Snowform ein und kann das Dach normalerweise ganz gut reinigen. Ja, ich habe jetzt hier in dem Fall auch keinen Felgenreiniger genommen. Ich habe auch die Felgen mit dem Grass Snow Foam eingeschäumt.
denn wir werden gleich mit einem alkalischen Felgenreiniger arbeiten und der braucht keine wirkliche Einwirkzeit. Deshalb dieses Mal das Vorgehen. Und ja, jetzt wie gesagt, einfach hier einmal abspülen mit dem Hochdruckreiniger. Das kostet natürlich bei so einem Fahrzeug immer etwas mehr als bei einem normalen Auto. Ja, jetzt bitte mal darauf achten, wie schön hier diese graue Traffic-Filmschicht entfernt wird. Das ist super, also durch diesen Rust Snowfoam haben wir das jetzt echt gut angelöst und die ganze Schicht kann jetzt hier super weggefräst werden. Also da hat sich die Vorwäsche auf jeden Fall sehr, sehr gut gelohnt, würde ich meinen. Ja, nach dem ganzen Winter gönne ich dem Wagen heute auch mal die 2-Eimer-Wäsche. Dafür nehme ich wieder das Snowform-Shampoo von Nigrin. Absoluter Preis-Leistungs-Sieger, meiner Meinung nach, im Snowform-Bereich. Kann ich immer wieder sagen, ich glaube, man zahlt für die Literflasche 5 Euro. Und ja, man kann das Ganze halt auch in die Gloria packen. Super Produkt. Das schäume ich mir hier einmal mit dem Gridguard-Sieb auf. Und heute werden wir dann für die Wäsche mal wieder die Teleskopstange nehmen. Denn ehrlich gesagt, mit einem Waschhandschuh bei dem Ducato, das wäre jetzt relativ schwierig. Dafür ist halt diese Teleskopstange mit diesem Mikrofaseraufsatz super geeignet. Falls ihr das Video dazu nicht gesehen habt, Link dazu unten in der Beschreibung. Kostet auf Amazon, ich glaube, 12, 13 Euro, also wirklich erschwinglich. Und ja, super geeignet. Also ich habe es schon einige Male im Einsatz gehabt. Danach könnt ihr es einfach auswringen, in die Waschmaschine schmeißen, ohne Probleme. Also wirklich gutes Produkt. Ja, das Schöne ist halt auch, dass man sich beim Auswaschen die Hände nicht nass macht. Also man kann hier schön über das Gridguard-Sieb gehen und den ganzen Schmutz quasi rausbürsten und dann einfach wieder in den Shampoo-Eimer und dann geht's an die nächste Fläche beim Wagen. Und ihr seht das hier, also man kommt super entspannt auch an die ganz oberen Bereiche von diesem Ducato. Also hiermit kann man den Wagen erstaunlich schnell waschen. Ich glaube, da ist man schon in 10 Minuten einmal rum. Also das geht definitiv schneller, als man denkt. Wenn ihr selber irgendwie ein Wohnmobil oder so habt, ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Das sind gut investierte 10, 11, 12, 13 Euro, was auch immer es jetzt genau kostet. Ja, aber so dafür ist es wirklich gut geeignet. Ihr wisst ja, dass ich auch normale Autos damit ganz gerne reinige. Da habe ich ja auch schon Videos zu gemacht. Ja, also ich bin da wirklich ein Fan von. Wobei ich es cool finde, wenn es einen Hersteller geben würde, der so ein Teil mit einem weicheren Aufsatz macht. Ne? Also wir haben ja hier diese Chenille-Struktur. Und jetzt gerade für meine frisch polierte schwarze E-Klasse fände ich es ganz cool, wenn wir da so ein noch weicheres Material hätten. Aber das nur mal so am Rande erwähnt.
Das 2-Eimer-Prinzip mit Gridguard funktioniert echt immer sehr gut. Obwohl der Wagen ja wirklich dreckig war, ist dieser Mikrofaseraufsatz nach der kompletten Wäsche immer noch recht sauber, ne? Ich schmeiße ihn jetzt nochmal bei 30 Grad 30 Minuten in die Waschmaschine und dann ist er wieder einsatzbereit. Jo, und jetzt fehlen natürlich noch die Felgen. Ich habe es euch ja eben schon gesagt, heute gibt es mal wieder einen alkalischen Felgenreiniger, in dem Fall der Bilberry Wheel Cleaner. Es ist hier eine 1:5 Mischung, also mit ganz normalem Wasser verdünnt in dieser Sprühflasche enthalten. Ich sprühe die Felge einfach einmal ein. Der Bilberry Wheel Cleaner braucht keine wirkliche Einwirkzeit, also hier reichen irgendwie 30 Sekunden aus und dann entfaltet er schon seine wirkliche Kraft. Was aber bei diesen alkalischen Felgenreinigern echt wichtig ist, die müssen mit einer Bürste oder mit einem Pinsel aufgeschäumt werden, sonst reinigt das nicht wirklich. Also das ist nicht so, dass man es aufsprühen kann und dann mit dem Hochdruckreiniger abspülen. Das reicht nicht aus. Hier muss man wirklich mit Bürste arbeiten. Ich hatte damals auch mal ein Vergleichsvideo gemacht, wo ich diesen Bilberry Wheel Cleaner als alkalischen Reiniger mit einem stinknormalen pH-neutralen Felgenreiniger auf Flugrostentfernerbasis getestet habe. Da kann man diese Unterschiede ganz gut sehen. Aber ich arbeite jetzt hier mit dem Pinsel und damit kann man den Felgenreiniger optimal aufschäumen und ihr seht das schon, wie wir diese ganzen schwarzen Stellen wirklich relativ einfach entfernen können. Ich muss natürlich dazu sagen, die Felgen sind an sich schon stark beschädigt. Also diese ganzen schwarzen Flecken obendrauf, die ihr jetzt noch seht, das sind irgendwelche Lackabplatzer. Also da wird jetzt nur eine Neulackierung helfen, aber das ist natürlich bei dem Wagen nicht wirklich verhältnismäßig. Ja, der Wagen ist jetzt komplett gewaschen. Jetzt geht es natürlich ans Abspülen. Wie immer nehme ich hier direkt das Glanzspülprogramm. Und ihr seht das, ne, obwohl wir wirklich gut vorgereinigt haben, wie viel Schmutz da nochmal runtergespült wird. Achtet mal hier auf die Seiten. Also da sieht man richtig, wie das Wasser wirklich braun, dunkel verfärbt ist, was da runtergeht. Ja, und einspülen wir natürlich auch hier die Felgen und ganz, ganz wichtig die Radkästen mit ab. Wie gesagt, es ist ja jetzt Frühjahr, das Salz ist so weit von den Straßen runter. Deswegen bei so einer Wäsche ruhig mal einen Euro mehr investieren und dann wirklich nochmal die ganzen Radkästen mit abkärchern. Euer Auto wird es euch auf jeden Fall danken über lange Zeit.
Ja, das soll es dann für heute auch schon wieder gewesen sein. Ich bin jetzt komplett durch, der Wagen ist fertig abgespült. Getrocknet wird er jetzt nicht. Ich habe ja das Osmosewasser genommen. Ich fahre jetzt gleich nochmal 10 Minuten über die Autobahn und dann ist der Wagen auch wieder trocken. Die ganze Wäsche hat jetzt roundabout 45 Minuten gedauert. Ich denke, das geht absolut in Ordnung. Klar, man kann natürlich viel mehr ins Detail gehen. Gerade auch im Schwellerbereich sehen wir noch einige Flugrostspuren und Teerflecken. Aber ey, ganz ehrlich, das ist ein 10 Jahre altes Nutzfahrzeug. Ich denke, da geht das hier schon auf jeden Fall in Ordnung. Auf jeden Fall sieht der Wagen direkt 5 Jahre jünger aus. Das Weiß kommt wieder richtig zur Geltung. Wir haben wieder einen schönen Glanz und der Wagen ist jetzt auf jeden Fall wieder für weitere Einsätze bereit. Nächstes Mal, wenn ich ihn wasche, werde ich ihn, denke ich mal, wieder direkt vor der Kamera waschen. Dann nehme ich euch wieder mit. Denn es ist ja doch mal immer ganz interessant, so ein großes Nutzfahrzeug zu waschen. Jo, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, wie immer. Bis zum nächsten Video hier bei Autoverrückt. Ciao.